Eiskunstlaufen ist ein sehr ästhetischer Sport. Und man will immer gut dastehen, man will immer schön aussehen. Dieses Jahr war ich bei der Universiade in Kasachstan und da habe ich mir zuerst nicht so viel gedacht dabei. Das ist halt ein Wettkampf wie jeder andere und dann komme ich da raus und sehe 12.000 Menschen auf der Tribüne. Now the last skater Ladies in this group, Belinda Schönberger from Austria. Belinda Schönberger. Und war ganz aufgeregt und dann steige ich aufs Eis und sehe einfach von jeder Richtung Kameras auf mich gerichtet und oben den riesen Cube. Und das war natürlich auch sehr aufregend, da will ich natürlich auch immer gut aussehen und habe mich richtig gefreut, dass da so viele Zuschauer waren. Es war mir immer schon unangenehm, wenn man dann durch die Strumpfhose sieht, dass die Beine nicht perfekt glatt sind. Und vor allem, wenn viele Kameras auf mich gerichtet sind und ganz viele Leute zuschauen. Also im Eiskunstlaufen ist es halt schwierig. Man macht athletische Bewegungen, springt und macht Pirouetten und man sieht halt alles. Man sieht die Achseln, man sieht, wie ich mein Bein hochnehme. Vor allem, wenn ich dann ein Kostüm anhabe, was keine Ärmel hat. Also ich habe dann immer früher geschaut, dass ich mir Kostüme nehme, wo lange Ärmel sind, wo man nichts sieht oder wo ich eine dunkle Strumpfhose anziehen kann. Und das sieht aber einfach nicht so schön aus im Eiskunstlauf. Ich will eine helle Strumpfhose anziehen können, ich will ein Kleid anziehen können, wo man meine Arme sieht und wo ich mich dann auch wohlfühle. Nachdem ich von der IPL-Lesebehandlung gelesen habe im Internet, habe ich mir gedacht so, Österreich. Gibt es das überhaupt in Österreich? Weil normalerweise muss ich dann irgendwo hinfahren, um so eine Behandlung zu bekommen. Und dann bin ich auf die Webseite von Kurzbury gestoßen und habe mir gedacht, die scheinen sympathisch zu sein, auch ästhetisch schön. Und das hat mir dann irgendwie voll gut gefallen. Und dann habe ich mir einen Termin ausgemacht und seitdem bin ich dort in Behandlung, um die Haare entfernen zu lassen. Nachdem ich jetzt öfters in Behandlung war, weiß ich, meine Beine sind immer glatt und ich muss mich nicht darauf konzentrieren, ob ich jetzt perfekt glatte Beine oder Achseln habe. Und ich kann mich einfach voll und ganz auf den Sport konzentrieren und fühle mich einfach wohl in meiner Haut.